herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Nico und heute zeige ich euch mal ein schönes PlayStation 3 Bundle. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ich schlabber hier noch mein Käffchen nebenbei. Ah, herrlich. Eigentlich gar keine gute Idee. Wir haben schon 8:30 abends auf den Sonntag. Kann ich bestimmt wieder nicht pennen die halbe Nacht, aber naja, ihm habe ich Bock dazu. So, der Einkauf, der Bundle-Einkauf ist jetzt schon ein paar Tage her, sogar schon ein paar Wochen. Also der Karton steht hier jetzt schon ein paar Tage, aber die Lieferung hat auch ziemlich lange gedauert. Ich dachte schon, der Verkäufer möchte mich abzocken. Ich hatte bei eBay schon einen Fall geöffnet und ein paar Stunden bevor ich dann mein Geld zurückziehen konnte, hat er dann eine Sendungsnummer angegeben gehabt und dann kam auch ein, zwei Tage später das Paket hier an. Ja. Also hat sich alles ziemlich verzögert. Ich glaube, der ganze Spaß hat dann gute 2-3 Wochen gedauert. Naja, deswegen weiß ich schon gar nicht mehr so hundertprozentig, was hier alles bei ist. Und das werden wir jetzt mal zusammen herausfinden. So, das erste habe ich natürlich hier gleich schon gesehen. Ups. Und zwar, ach so, neue Perspektive hier. Ne? Nicht wundern, ich habe das mal alles ein bisschen anders aufgebaut. Vielleicht passt das ja besser, mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ne? Könnt ihr mir ja schreiben, was ihr besser findet oder ob es egal ist. So sitze ich hier wenigstens direkt an meinem Schreibtisch. Ist auch mal ganz angenehm. Ja, und zwar haben wir hier Lego Star Wars. Das ist die komplette Saga. Ja, PlayStation 3, PlayStation 3 Bundle. Das hatte ich eben schon gesehen. Hier ist tatsächlich noch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung drin. Ein gelber Schein. Da hat sich wohl jemand krank gemeldet. Von 2020 ist das. Ja, Wahnsinn. Dachte sich wohl jemand, oh, ich hole mir einen gelben Schein, damit ich schön Lego Star Wars zocken kann hier. So ein Schlingel. Ja, lasse ich mal da drin. Was soll ich jetzt damit anfangen? Ich könnte es auch entsorgen. Aber ich lasse es mal drin. Ganz witzige Sache irgendwie. Naja gut, das darf auf jeden Fall dazu. Ach so, für das komplette Bundle habe ich bezahlt 70,99 €. Es beinhaltet 25 Games. Das macht einen Durchschnittspreis von ca. 2,84 €. Ja, könnt ihr wie immer beurteilen, was ihr von dem Preis haltet. Wir werden jetzt mal herausfinden, was noch alles dabei ist. So, dann haben wir jetzt nächste. The Elder Scrolls 4 Oblivion in der Jubiläumsausgabe. Ja, ja. Habe ich nie irgendwas von gespielt. Ist aber hier echt noch ein tadelloser Zustand, beinahe neuwertig. So, alles noch tippitoppi dabei hier. Nicht schlecht. Ja, mal gucken, ich weiß nicht, also das sowas sind ja elendig lange Spiele hier, ne? Elder Scrolls Sachen. Skyrim ja auch, ne? Und nee, ist einfach nichts für mich, so lange Spiele. Naja. So, dann haben wir hier, da habe ich den ersten Teil mal damals gespielt, fand ich geil. Die nächsten Teile da habe ich nie angefangen, ich weiß nicht warum, obwohl ich das erste so geil fand. Und zwar ist die Rede von Batman Arkham City. Also ich meine natürlich Batman Arkham Asylum habe ich damals gespielt. Auf der Xbox 360 müsste das gewesen sein. Geiles Spiel, das hier soll ja auch top sein, das dritte auch. Arkham Knight hieß es, glaube ich, ne? Ja, geil. Hat Spaß gemacht. Muss ich mir echt nochmal reinpfeifen. Ja. Hier in der Game of the Year Edition. Ja, Batman. Cool. Dann haben wir hier als nächstes Risen 2 Dark Waters. Ja. Ja, nie gespielt. Kann ich auch nicht wirklich was zu sagen. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen längeres Spiel, ne? Ja, so ein Action-Adventure oder ja, so ein Rollenspiel eher auch. Ne? Ach, irgendwie ist das hier so ein Wechselcover. Ich habe hier jetzt gar keine Screenshots. Ne? Aber egal. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen, ne? Risen 2. Ja. So, dann ja, Mass Effect 3. Gut, ist so jetzt nichts mehr wert wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Weil es gibt ja schon wieder zig neue Editionen und neues Spiel und hast du nicht gesehen. Und Neuauflagen und Remastered und keine Ahnung, was es da alles gibt. Ich habe tatsächlich noch nie einen Teil gespielt. Doch, den ersten habe ich mal ganz kurz gespielt, vielleicht eine Stunde.
Aber dann hat es mich schon wieder verlassen. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so nicht so der Typ. Ich weiß nicht. Ich verliere da schnell die Motivation. Ich fange so ein Spiel an, ich bin richtig heiß drauf, hab wirklich mal Bock, möchte es mal richtig durchziehen. Ja, dann spiele ich es eine Stunde, maximal zwei. Ja, denke ich, okay, reicht für heute. Ja, und dann fasse ich es nie wieder an. Habe ich keine Lust mehr drauf. Also, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ist ganz komisch bei mir. Ich bin irgendwie gar kein richtiger Zocker mehr. Früher war das anders. So zur Schulzeit, als er zur Schule gegangen ist, da war das noch was anderes. Da ist man dann nach Hause gekommen, Konsole an, zack, zocken. Anstatt Hausaufgaben machen, ne? Aber mittlerweile, man hat ja auch andere Sachen zu tun, ne? Arbeit und... Dann hat man auch nicht immer Lust, mal was zu zocken. Dann macht man sich vielleicht lieber einen Film oder eine Serie an. Ja, schwer, ne? Obwohl ich auf so viele Sachen Bock hätte. Schon, muss man sagen. Deswegen sammle ich es auch gerne. Ich stelle mir das gerne ins Regal, stöber dann mal durch, denke mir, ach ja, das wäre doch mal cool zu zocken. Ja, machst es, wie gesagt, eine Stunde in der Konsole und dann ist wieder vorbei, ne? So ist das. So, dann haben wir hier The Orange Box. Kennt man, glaube ich, ne? Half-Life 2. Episode 2, Team Fortress 2 und Portal. Ja, hatte ich für die Xbox 360. Ich glaube, da ist auch gut was wert. Ne? Hier glaube ich nicht so. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, von dem Spielen habe ich nur damals Portal gespielt. Sollte man kennen, geiles Spiel. Teil 2 finde ich sogar noch besser. Portal 2 habe ich auch angespielt. Macht Laune, aber irgendwo bin ich da nicht mehr weitergekommen. War mir dann wieder zu hoch. Ja. Aber wirklich top Zustand hier noch. Geil, cool. Kann man sich mal zulegen. Ich weiß nicht, gibt es da eigentlich noch mehr von? Also, ist mir nie aufgefallen. Ich glaube nicht, oder? Orange Box. Haben die sich nicht dabei irgendwas gedacht? Die wollten wahrscheinlich so eine Serie damit starten, oder? Also, das vielleicht noch so Orange Box 2, Orange Box 3. Also. War das mal die Idee dahinter oder was sollte das Ganze? Oder wisst ihr da mehr? Oder gibt es vielleicht noch The Blue Box, The Red Box? Oder ist mir nie aufgefallen. Vielleicht wisst ihr mehr darüber, würde mich mal interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jo, dann haben wir hier. Ah, die habe ich schon da, habe ich mir schon vervollständigt. Habe ich mir sogar ein Teil extra einzeln geholt, weil ich die anderen beiden schon hatte. Und zwar rede ich von Resistance 2 und 3. Genauso hatte ich die nämlich auch im Bundle. Und da dachte ich mir, komm, macht ja jetzt nicht so Sinn, jetzt mit dem zweiten oder dritten zuerst anzufangen, hole ich mir den ersten. Und den hatte ich mir dann einfach einzeln nachbestellt. Ist, sind auch nicht viel wert, die Titel, aber ich kaufe mir ungern irgendwas einzeln, weil es einfach teurer ist, als wenn man es im Bundle kauft, ne? Deswegen mache ich das Ganze ja mit dem Bundle, um halt Geld zu sparen. Aber da dachte ich mir, mache ich das mal. Gut. Das ist jetzt schon auch schon dreiviertel Jahr bestimmt her und ich habe es immer noch nicht angespielt, die ganze Geschichte hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, die gehen dann wieder direkt so weg. Werde ich wieder verkaufen, wenn es jemand haben möchte. Mal schauen. Ja, wie gesagt, noch nicht gespielt, aber schöne Action, Baller, Shooter, Ego-Shooter. Hier so sieht es zumindest aus. Und das, da macht man, glaube ich, nichts mit verkehrt. Auch so gegen Monster, Alien-mäßig hier. Ich denke, das ist halt, ja, Kopf aus und zack, rein. Reinballern, weißt du? Das ist eigentlich, da habe ich Bock drauf. So. Dann haben wir hier, auch geil, habe ich noch nicht. Doom 3. Ist aber hier, doch, ist diese BFG-Edition. Genau. Uncut. Ich weiß nicht, ob es wirklich Uncut ist. Manchmal schreiben es auch nur drauf, dann ist es gar nicht so. Erstmals die ultimative Doom-Sammlung. Okay, geil. Ja, da habe ich mal, ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil das war. Ich habe bisher nur einen Teil davon ein bisschen gespielt. Es kann sogar der hier gewesen sein. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Auf der Xbox 360. Ja. Ja, geil. Schön, das wieder in der Sammlung zu haben. Dann haben wir hier, da habe ich auch noch nie was von gespielt. Irgendwie spiele ich immer so wenig anscheinend. Fallout 3. Soll ein absolut geiles Spiel sein, ne? Also die Fallout-Reihe sowieso. Muss ich echt nochmal mich reinfuchsen. Ist ja auch ein bisschen längerer Titel, ne? Das Ganze hier. Ja. Geil auf jeden Fall. Alles hier in super Zustand. Wirklich freut mich. Na gut, hier oben ein bisschen Initial drauf gemalt, aber das kriegt man auch wieder ab.
Schöne Sache. Ah ja, haben wir hier den zweiten Teil noch, Mass Effect 2. Vielleicht ist der erste noch dabei, das wäre ja super, dann würde es mich wieder freuen. Aber so finde ich es irgendwie doof, wenn du nur den zweiten und dritten im Regal stehen hast, dann muss man sich den ersten noch besorgen. Ja, habe ich nie gespielt, aber soll ja auch absolut Kult und cool, coole Spiele sein, ne? Auch mit schöner, langer Story und so. Dann hier auch mittlerweile schon wirklich ein Meilenstein. Red Dead Redemption, der erste Teil. Geil. Schön, den jetzt auch mal zu haben. Den muss ich auch noch spielen, ey. Ach, Mann, du. Ich hab noch einiges nachzuholen, wirklich. Aber wie schon eben erwähnt, man kommt ja zu nichts, ne? Die Lust ist auch nicht immer da, mal was zu zocken. Und ja, ist schwer. Es ist schwer. Man hat, also Bock habe ich. Aber irgendwie, ja, wenn es dann wirklich soweit ist, man dann zu Hause auf dem Sofa sitzt, denkt man sich, oh, mache ich jetzt die Konsole an und zock was? Streng mich noch an, also anstrengend in Anführungszeichen, aber ist halt schon ein bisschen, erfordert schon ein bisschen mehr, als wenn man dann ja nicht zockt und lieber einen Film guckt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Auch noch wunderschön, hier noch alles dabei, die Map noch dabei, also dieses Poster. Richtig schön, alles. Super Zustände hier. So, das ist das. So, dann haben wir, wie gesagt, wir sind hier bei 2,84 Euro pro Spiel. Finde ich top. Finde ich super, doch, muss ich sagen. Dann haben wir hier Spec Ops The Line. Ja, auch so ein ja, Shooter, vielleicht sogar schon ein bisschen Taktik-Shooter. Ist doch Spec Ops ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr Taktik, oder? Weiß ich jetzt nicht, aber gut, das ist glaube ich auch nur so ein Euro-Game. Also was ein Euro vielleicht wert ist, aber auch super Zustand. 100% Uncut. Habe ich eventuell sogar schon da. Ja, muss ich nachher mal schauen. Man verliert ja so langsam den Überblick, ne? Dann haben wir Grand Theft Auto, also GTA 4. Ja, auch wieder einen schönen Zustand. Das hatte ich schon öfter da, aber das war immer so in so einem schrottigen Zustand. Ist bei GTA irgendwie sehr oft der Fall. Es wird wohl immer gern und viel gezockt, ne? Und ja, dann sieht es auch dementsprechend aus, wenn das viel benutzt wird. Und ich mag das nicht so in so einem zerfledderten Zustand mir ins Regal zu stellen, in meine Sammlung. Das soll schon in tollen Zustand sein, ne? Und ja, hier kann man absolut nicht meckern. Das wird absolut in die Sammlung kommen. GTA 4 habe ich aber noch nie gespielt, muss ich wirklich dazu sagen. Muss ich auch mal anfangen. Ja, ich muss mir wirklich mal so eine Liste machen, ey. So eine To-Do-Liste, was ich wirklich spielen möchte. Vielleicht so fürs, ja, jetzt fürs Halbjahr, was jetzt kommt. Halbjahr 2021, vielleicht mal sich einfach so ein Spiel pro Monat so als To-Do-Liste machen. Ja. Könnte man eigentlich echt mal machen. So ein Spiel pro Monat, das ist eigentlich absolut machbar, ne? Ja, würde ich schon sagen. Was hat so ein normales Standardspiel? Um die 10 Stunden Spielzeit? Manche haben weniger, manche mehr. Kann man sagen, 10 Stunden Durchschnitt, oder? Was meint ihr? Und dann ist das auch machbar im Monat, das mal zu zocken. Ja, auf jeden. So. Dann haben wir hier, oh Mann, ey. Ich weiß, das bei dem Spiel, das hatte ich, ich hatte so Bock auf dieses Spiel. Ich hatte mir das damals auch geholt, gerade als es frisch rauskam. Ich war am ersten oder zweiten Tag hatte ich es mir direkt geholt und dann habe ich es nie angefasst. Bis heute nicht. Die Rede ist von Aliens Colonial Marines. Ich weiß auch nicht warum. Ich war voll heiß drauf, hab's mir sogar gekauft. Und dann habe ich es nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, was mit mir manchmal kaputt ist. Also, ja. Ich glaube, ich hatte mir dann Videos dazu angeguckt, so Let's Play-mäßig. Im Nachhinein. Ah, oh, voll dumm, ey. Voll dumm. Ich weiß auch nicht. Ja. Soll ja nicht schlecht sein, ne? Wenn ich jetzt so die Screenshots hinten sehe, habe ich schon Bock drauf. Ist halt auch wieder so Shooter, ne? Ah, sieht schon geil aus. Ja. Ist hier auch die Limited Edition? Ja, warum nicht? Kann man sich vielleicht mal zu Gemüte führen. Ja. So, dann haben wir hier Battlefield Dry Limited Edition. Ja. Ja, da wird zwar... Oh, hier, okay, hier fehlt die Disc, alles klar. Hat sich das schon wieder erledigt. Naja, wer ist auch nur so, glaube ich, ein Euro-Titel, ne? Aber der werden ja wahrscheinlich auch bald die Server abgeschaltet. Das war ja schon kurz davor.
Jetzt bei PlayStation 3, dann wurde es nochmal gecancelt, aber es wird auch nicht mehr lange dauern, dann wird das hier alles abgeschaltet und dann hat sich das eh erledigt, ne? Ja, was soll man noch dazu sagen? So, dann haben wir hier, jawohl, dann haben wir hier gleich so, passt ja zusammen, Dragon Age Origins und Dragon Age 2. Ja, sehr cool. Das ist ja auch wieder so eine endlos Spiel fast, ne? Wo man sich echt zig Wochen und vielleicht sogar Monate mit beschäftigen kann, ne? Ja, Dragon Age Origins. Sollen auch nicht schlecht sein. Habe ich aber auch noch nie gespielt. Hatte ich schon öfter da, habe ich aber immer wieder verkauft gehabt. Ja. Ich finde es ganz cool, dass sie hier das einheitlich gemacht haben. Also von Optik her, vorne, vom Cover. Gut, hier an der Seite jetzt nicht. Gut, da haben sie einmal weiß und einmal rot gemacht. Ne? Ja, ist okay. Ja. Ja. Wenn ich mir das so angucke, es macht schon Lust. Es macht schon Lust, das mal anzutesten. Aber ja, es ist halt so. Ihr wisst, was ich meine. Man hat halt keine Zeit. So, dann haben wir hier Elder Scrolls Oblivion. Hat man das nicht eben schon mal? Das hat man doch eben schon mal. Ja, klar. Eben hatten wir es immer in der Jubiläumsausgabe. Jetzt haben wir es hier in der Spiel des Jahres Edition. Okay. Da war wohl echt ein Oblivion-Fan hier am Start, der sich das einfach zweimal gegönnt hat. Ja. Verrückt. Verrückt, ja. Jetzt weiß ich nicht, was hier der Unterschied ist. Wahrscheinlich ist diese Jubiläumsausgabe nochmal eine Stufe mehr besser als das hier, schätze ich mal. Als die Spiel des Jahres Edition, gehe ich mal von aus. Ja. Ja, okay, habe ich doppelt da. Mal gucken, welches wieder rausgeht. Ich denke mal, das hier, jetzt, was ich gerade gezeigt habe, wird dann wieder rausfliegen aus der Sammlung. So, dann haben wir hier Sacred 2 Fallen Angel. Da kann ich gar nichts zu sagen. Habe ich noch nie irgendwo gesehen, noch nie gespielt oder noch nie, ja, keine Ahnung was. Vielleicht wäre das mal was für ein First Look. Oder was meint ihr? Wäre das was dafür? Ist das interessant? Kann man sich das mal angucken, so für ein, zwei Stunden? Schreibt es mir in die Kommentare. So, dann haben wir ja auch eins, das kenne ich gar nicht. Oder beziehungsweise doch, vielleicht habe ich schon mal gehört bei anderen YouTubern. Aber noch nie gespielt, irgendwie was in der Art. Enchanted Arms Special Edition. Ja. In einem Krieg, der vor über 1000 Jahren wütete, lässt eine für besiegt geglaubte Macht eine verheerende Attacke auf die Menschheit entfachen. Mhm. Okay. Gucken, ob die Disc hier auch drin ist. Nicht, dass wir jetzt wieder Enttäuschung erleben. Ja, ist drin. Zustand auch fast kratzerfrei. Wunderbar. Nur die Hülle ist ein bisschen, ja, bisschen zerfetzt. Ja, schon ein bisschen zerkratzt hier alles. Aber sieht interessant aus. Enchanted Arms. Könnt ihr mir was zu schreiben? Ist das ein Top-Spiel oder eher okay? Hm, muss man nicht spielen. Interessant auf jeden Fall. Oh, dann haben wir hier. Oh, da habe ich den zweiten Teil mal von gespielt. Fand ich, hat Spock gemacht. Jetzt haben wir hier den ersten und zwar The Darkness. Der zweite hat echt Spaß gemacht. Habe ich ja nicht zu Ende gespielt, aber ich habe ihn sehr weit gespielt. Das auf jeden Fall. Hat Bock gemacht. Hier jetzt der erste. Hm. Echt cool. Auch mit diesen Waffen und so, die man da hatte. Schon geil. Ja. Schon auch so Shooter-mäßig, aber echt mit verrückten Waffen. Und Fähigkeiten hat man da auch. Ne? Geil. Das gucke ich mir mal an, auf jeden Fall. Vielleicht sogar im First Look. Da habe ich Bock drauf. Auch schön, wunderschöner Zustand hier noch. Jawohl. Das lohnt sich doch schon. So, dann haben wir hier die letzten vier Games. Ja, hier ist jetzt... Ach, geil. Geil. Hier ist jetzt zwar keine Überraschung mehr dabei, aber doch für mich schon dieses hier, Resistance. Jetzt haben wir nämlich alle da. Alle drei Teile. Ja. Das war dieser hier, glaube ich. Das ist doch der erste, glaube ich, ne? Das war der, den ich mir mal nachgeholt hatte. Jetzt habe ich ihn hier. Resistance, Fall of Man. Ja, so dieser Shooter hier, ne? Geil, jetzt habe ich alle drei Teile doppelt. Ja. ja, was soll ich dazu sagen? So, da haben wir Call of Duty Modern Warfare 2. Absoluter Top-Shooter, Ego-Shooter. Kult-Klassiker schon beinahe, ne? Viele sagen ja, dass das der beste Teil der Reihe ist. Ja, oder mitunter der beste. Gibt
ja noch ein paar andere, Black Ops, Black Ops 2 oder Modern Warfare 1. Ganz, ganz geil. Welchen habe ich denn? Also da war ich noch nicht so mit drin bei diesen ganzen Teilen. Wo ich dann so langsam angefangen habe mit Call of Duty war Advanced Warfare. Ich weiß, nicht mehr so gut. Kann man eigentlich eine Tonne kloppen. Aber da habe ich so mit angefangen. Da bin ich dann erst in diese Ego-Shooter-Multiplayer-Schiene reingeraten. Habe ich dann auf der Xbox 360 gespielt. Advanced Warfare hat Bock gemacht. Habe ich auch viel Zeit reingesteckt, muss ich sagen. Ja, das dazu. Dann haben wir hier, das habe ich glaube ich schon da gehabt. Ja, Fluch der Weißen Königin habe ich schon da. Ni no Kuni, Fluch der Weißen Königin. Ja, habe ich damals nur mal ein bisschen, als das Spiel rauskam, Let's Play zu angeguckt. Ja, um die 2-3 Stunden hatte ich mir Let's Play angeguckt. Und dann habe ich da nie wieder irgendwas zu mir angeguckt oder mir angezockt oder angespielt. Also gespielt habe ich selber noch nie. Vielleicht sollte man das mal tun, ne? Hat ja echt gut abgeschnitten, das Ganze, ne? Gibt es ja, glaube ich, noch einen zweiten Teil, oder ist das der zweite? Ne, ich glaube nicht, ne? Ich schätze mal, das ist der erste, oder? Ja. Soll ja echt super sein. So, dann haben wir das letzte Spiel, und zwar Need for Speed Hot Pursuit in der Limited Edition. Ja. Das feiere ich. Need for Speed liebe ich. Also Rennspiele allgemein finde ich super. Und gerade diese Need for Speed Racer hier machen mir immer richtig Spaß. Ist halt kurzweilig, ne? Konsole an, mal 2, 3, 4, 5 Runden zocken. So wie man halt Bock hat, ne? Und dann ist man da schon wieder. Dann ist man glücklich. Dann kann man wieder ausmachen. Und ja, nächsten Tag dann noch ein paar Runden. Ja. Man kommt halt nie raus aus diesem Fluss, sag ich mal so. Wenn du jetzt ein anderes Spiel spielst, so irgendwie mit langer Story, ja, zockst du 1, 2, 3 Stunden, so, und dann zockst du es mal wieder eine Woche nicht, dann kann es ja schon sein, dass man komplett raus ist. Dann weiß man nicht mehr, oh, was habe ich jetzt gemacht zuletzt? Oh, wie war die Steuerung? Was musst du da machen? Was musst du hier drücken? Und bei so Racern, das ist bei Racern und genauso wie bei FIFA, finde ich das auch, da kann man einfach kurz rein zocken und bist, und dann kannst du auch wieder raus. Man hat es dann halt noch drauf, genauso wie Fahrradfahren, ne? Ja, ein bisschen blödes Beispiel jetzt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, ja, sind so welche Spiele halt für mich, ne? Für mich ziemlich gut. Ja. Weil man da halt mal schnell rein kann, ne? Und dann ein paar Runden zocken kann. Ja, geil. Need for Speed Hot Pursuit. Habe ich diesen Teil aber noch nie wirklich richtig gespielt. Noch nie, ja. Ein bisschen habe ich ihn damals gespielt. Von 2010 ist der, glaube ich, ne? 2009, 2010, irgendwie so. Ja. Diesen habe ich nie richtig gespielt. Aber werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Jetzt habe ich ihn ja da und ich freue mich drauf. Habe ich Bock drauf. So, das waren die 25 Spiele. Ich zähle nochmal durch. 2, 4, 20, 24. Ah ja. Okay, es sind sogar 26 Hüllen, da ja eine Disc fehlt. Ja, 25. Also hat er mich noch nicht mal abgezockt, sondern es sind wirklich 25 Spiele, Discs auch da. Ah, doch, das dazu, Karton ist leer. Wunderbar. Ich freue mich über die Spiele, sind einige schöne Sachen dabei. Ich denke, für 2,84 Euro pro Spiel kann man da nicht meckern. Da sind auch, ja gut, es sind günstigere dabei, die man schon für 1 Euro bekommen kann. Aber auch teurere. Werde ich vielleicht nachher nochmal nach den Preisen recherchieren. Vielleicht blende ich es auch im Video ein, ihr werdet es ja sehen, ne? Und ja, schreibt ihr mir gerne was zu den einzelnen Titeln hier in die Kommentare. Oder was ist lohnenswert davon, was ich mal unbedingt anspielen sollte, wo ich jetzt gesagt habe, dass ich da gar nichts zu kenne. Schreibt es mir gerne. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, hier dieses Video. Dürft mir auch gerne folgen. Lasst ein Abo da, würde mich freuen. Und würde ich sagen, war es das hier mit dem Video. Ne? Wir sehen uns nächsten Sonntag hier, 18:30 Uhr auf meinem Kanal. Haut rein, bis dann. Ciao.